Die Flut hebt alle Boote, aber wenn die Flut abebbt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Und wir sind jetzt am Beginn des Prozesses zu sehen, wer eigentlich nackt gebadet hat und wer doch durchaus schöne und ausgeprägte Unterhosen anhat. So könnte man vielleicht die aktuelle Situation umschreiben. Ich gehe von zwei Prämissen aus. Erstens, wir haben eine hawkische Wende gesehen durch die Fed, die Jerome Powell jetzt klar gemacht hat. Bekämpfung der Inflation als absolut oberste Priorität. Und das ist ein Gamechanger. Das wird bedeuten, dass die Fed schneller aus dem Tapering aussteigt, respektive das Tapering schneller durchzieht, damit schneller aus dem QE aussteigt, aus dem Quantitative Easing, so muss es richtig heißen. Da ist jetzt richtig Druck in der Pipeline, politischer Druck, Druck aus der Bevölkerung, die sagt, wow, die Preise, die schießen durch die Decke. Wenn das so weitergeht, dann haben wir richtige Themen, die wir nicht haben wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sich abzeichnet, Omikron könnte milder sein in seinen Verläufen, könnte also weniger gefährlich sein. Und wenn man all das zusammenfasst, dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass vor allem alles, was vor allem durch Liquidität und nur durch Liquidität nach oben gespült wurde, dass das jetzt ein echtes Problem hat und alles, was durchaus dicke Unterhosen anhatte, das kein Problem haben wird. Und wir wollen uns die Dinge jetzt mal anschauen, wie sie zu Beginn der Woche sich uns präsentieren, und wir wollen vor allem auf den Fakt erstmal aufmerksam machen, dass die Märkte überverkauft sind, sodass ein Bounce nach oben durchaus wahrscheinlich ist. Die Frage ist nur, wie weit wird das gehen? Ist das nachhaltig? Ist das nicht nachhaltig? Und vor allem, was sollte man vielleicht jetzt meiden und was ist eher in der aktuellen Situation attraktiv? Kommen wir zunächst mal zur aktuellen Situation. Hier sehen wir den S&P 500 und hier eingezeichnet in einem Chart von Michael Silver, Figuring Out Money, sehen wir die Handelsrange, die von den Optionen oder am Optionsmarkt erwartet wird, also knapp unter 4.700 bis etwa 4.380, das ist schon eine sportliche Range. Man geht also davon aus, dass diese Turbulenzen, die wir in der letzten Woche gesehen haben, sich durchaus fortsetzen werden. Hier mal ein Chart, der die wirklich große Unterstützung beim S&P 500 anzeigt, etwa im Bereich, naja, 4.300 Punkte. Wir sehen hier bestimmte Tageslinien oder gleitende Durchschnitte, 50er, 200er und 100er Durchschnitt. Wir sehen, dass einer schon, nämlich der 50er, schon mal jetzt gebrochen wurde. Aber wie gesagt, das ist ein Bounce, durchaus nicht unwahrscheinlich wieder nach oben, weil wir massiv überverkauft sind. Auf der einen Seite, weil wir zum Beispiel beim VIX, der ja massiv gestiegen ist in der letzten Woche, eine negative Divergenz sehen. Das deutet darauf hin, dass der VIX nochmal zurückgehen wird ein bisschen. Das wäre für die Aktienmärkte gut. Hier sehen wir allerdings, dass noch ein Gap oben frei ist im Bereich 40. Wir haben jetzt geschlossen im Bereich 30 beim VIX. Was wiederum darauf hindeutet, dass da nochmal was kommt, dass dieses Gap nochmal geschlossen wird. Aber der VIX ist jetzt 88% gestiegen in den letzten drei Wochen. Natürlich kommend von relativ niedrigem Niveau, nämlich von 16 auf teilweise jetzt über 30. Schauen wir uns noch ein paar Indikatoren an, die eben auf, naja, einen Bounce nach oben deuten. New York Advanced Decline. Hier sehen wir, dass wir tiefere, dass wir höhere Tiefs jetzt ausbilden, dass wir im RSI eine positive Divergenz haben. Advanced Decline, also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur der Anzahl der Aktien, die fallen. Wir sehen Put-Call-Ratio jetzt mehr Puts als Calls. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Absicherung ist massiv nach oben geschossen. Alle haben sich jetzt, die ein reines Long-Portfolio haben, haben sich wahrscheinlich hier ein paar Puts reingelegt, um eben die bestehenden Long-Positionen abzusichern. Wir sehen Bullish Percentage Index. Das ist ein marktbreiter Indikator, könnte man sagen, der Kauf- und Verkaufssignale anhand von Point-and-Figure-Charts versuchte darzustellen, ist ein durchaus sehr hilfreiches Mittel, ein sehr hilfreicher Indikator. Hier sehen wir, dass wir, wenn Sie da unten mal gucken, auch in diesem Chart von Michael Silver, wie stark wir da nach unten hin ausgebrochen sind. Das schreit nach einer Korrektur, das schreit nach einer Erholung aus diesen extremen Ständen, die wir hier sehen. Aber die Frage ist eben, wie nachhaltig ist das? Wir sehen jetzt auf der anderen Seite, die Durchschnittsaktie im S&P 500 ist 19,1% von ihrem 52-Wochen-Hoch, also praktisch von dem höchsten Stand des Jahres entfernt. Also wir sehen, dass mit Ausnahme der großen Big Five oder Big Ten Aktien aus dem Tech-Sektor eigentlich da schon natürlich wahnsinnig viel passiert ist. Wir sehen den McLaren Oscillator,
der hier Extremwerte schon aufweist. Also all das deutet darauf hin, Bounce ist jederzeit drin, aber es dürfte volatil bleiben. Es dürfte vor allem der Fakt bleiben, dass eben die Fed diese hawkische Wende jetzt vollzogen hat. Und wir wollen uns dann gleich mal anschauen, was vielleicht jetzt zu meiden ist. Zum Beispiel möglicherweise der Nasdaq. Hier sehen wir ja oben in diesem Chart eine Schulter-Kopf-Schulter mit gebrochener Nackenlinie. Wäre durchaus typisch, wenn jetzt der Kurs nochmal an die Nackenlinie läuft. Um dann nochmal zu fallen, wir sehen auf der anderen Seite, dass Non-Commercial Player, das sind meistens Hedgefonds, die hier gemeint sind, am Future-Markt jetzt so long sind im Nasdaq wie seit langer Zeit nicht mehr, nämlich seit 10 Monaten nicht mehr. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Tech-Out-Performance wohl ein Hoch erreicht hat gegenüber Value, gegenüber den breiten Markt, wenn man so will, schon im August 2020, damals eben noch voll in der Corona-Welle. Also wir sehen, da ist ein Extrem in der Relation von Tech zu anderen Werten erreicht. Und das würde eben genau passen in diese hawkische Wende. Was sollte man vermeiden? Nach meiner Auffassung, subjektiv, ich kann mich irren, meine Damen und Herren, vielleicht aber auch nicht. Wir sehen hier zum Beispiel mal den Bubble Basket, da sehen wir ARK Innovation ETF. Das ist das ETF meiner zweitbesten Freundin, nämlich Cathy Wood, dann Unprofitable Tech Names, unprofitable Tech-Aktien, die sind nämlich vor allem auch in diesem ARK Innovation, also alles, was durch Liquidität nach oben gespült wird, was aber, wenn letztendlich absehbar ist, dass diese Liquidität geringer wird oder die Zufuhr zunächst geringer durch die beschleunigte Tapering-Aktionen der Fed und dann möglicherweise Zinsanhebungen, dann werden diese Dinge unter Druck kommen, ebenso Momentum-Aktien, ebenso SPACs, die sind schon massiv gefallen. Ebenso wahrscheinlich Bitcoin und Kryptowährungen, denn das sind Liquiditätsassets, die eben naja, eine Art Misstrauensvotum auch sind, natürlich gegen Fiat-Geld, aber vor allem profitieren, wenn die Vermögenspreise steigen, wie das ja der Fall war, als dann eben Aktien gestiegen sind, Kryptos gestiegen sind, alles gestiegen ist, Immobilien gestiegen sind. Und was noch dabei ist, ist mein zweitbester Freund, das ist Elon Musk mit Tesla. Also praktisch unprofitable Unternehmen oder völlig überbewertete Unternehmen, das vielleicht so als Faustregel. Die werden dann in einem etwas strengeren Regime durch die Notenbanken besonders hart getroffen. Die sind besonders hoch geflogen und wer besonders hoch geflogen ist, der verbrennt sich da oben näher in der Nähe der Sonne vielleicht die Flügel und stürzt dann eben auch ein bisschen deutlicher ab. Das zumindest ein gewisses Potenzial. Dieses hat schon ein bisschen zugeschlagen jetzt bei den Kryptowährungen, hier etwa Bitcoin, jetzt Freitag auf Samstag gab es einen Rieseneinbruch, da ist Bitcoin sogar in den Bereich $42.000 gefallen, von über 50.000 kommen, das hat etwa 410.000 Krypto-Accounts zur Strecke gebracht, die haben also praktisch, wurden liquidiert, etwa im Wert von $2.6 Milliarden, also da hat es manche erwischt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Märkte, nämlich jetzt die Aktienmärkte am Freitag geschlossen haben, sehen wir Dow Jones fast noch ins Plus geschafft, Nasdaq 100 dagegen, ziemlich dick im Minus, minus 1,74 der Nasdaq 100 und minus 1,92 der Nasdaq Composite, wir sehen den S&P knapp 1% im Minus und Small Caps, da sind viele unprofitable, nämlich fast die Hälfte drin, minus 2,13%. Und interessant heute ist, dass wir eine Erholung der US-Future sehen, aber der Nasdaq-Future sich deutlich weniger erholt als etwa die anderen Futures, wo also Indizes, wo mehr Value enthalten ist als Tech. Also wir sehen, dass diese Tech-Geschichte jetzt langsam offenkundig ein bisschen schwieriger wird. Wenn wir uns mal das Volumen anschauen, das an den Märkten gehandelt wird, hier der SPY, also praktisch das maßgebliche ETF auf den S&P 500, sehen wir dann am Freitag 137 Millionen Kontrakte, am Tag davor 127, dann 132, dann 148. Also wir sehen, da ist richtig was gebacken, als es mal nach oben ging mit 1,2%, nämlich am Montag nach dem Black Friday, da waren es nur 86. Da sehen wir also, dass die Dinge am Black Friday waren es 112 und das an einem verkürzten Handelstag. Das heißt, wir sehen massiv gestiegene Volumina jetzt in den Abverkäufen und wir sehen zuvor, als es tendenziell nochmal nach oben ging, 57 Millionen, 50 Millionen, 46, 48, 61, also ganz mickriges Volumen auf der Oberseite. Klar, das ist ein Stück weit normal. Der Mensch, wenn es krass läuft, ist ein Fluchttier.
Er ergreift dann schneller die Flucht, als dass er sozusagen auf die Jagd geht und gierig ist. Aber dennoch ist es schon bezeichnend, dass eben das Volumen deutlich abhebt auf der Oberseite, wenn die Märkte fallen. Insgesamt haben wir jetzt 1,3 Billionen an Marktkapitalisierung verloren, womit wir allerdings immer noch in Relation zum weltweiten BIP, nämlich an den weltweiten Märkten haben wir das verloren, zum weltweiten BIP sind wir immer noch bei 138% Marktkapitalisierung der Aktienmärkte. Weltweiten Aktienmärkte zum weltweiten BIP. Alles über 100% ist eine Bubble, hat einst der Warren Buffett gesagt. Aber das ist jemand, der altmodisch ist und nicht erkennt, dass wir in völlig neuen Zeiten leben, in denen diesmal alles anders ist, gell? Stonks always go up, vor allem die unprofitablen Tech-Werte. Schauen wir uns jetzt mal die Stimmung an und das ist schon bezeichnend. Wir sehen oben die Umfrage unter Privatinvestoren, nur noch 26% Bullen, dagegen 42% Bären. Also pessimistische Stimmung. Wir sehen Fear and Greed Index, der kein Stimmungsindikator ist, sondern rein technische Faktoren hier berücksichtigt, bei 20, extreme Furcht. Auf der anderen Seite sehen wir das auch beim S&P, nicht nur beim Nasdaq, die Netto-Long-Position im Future-Markt, jetzt auf dem höchsten Stand sind seit Dezember 2018. Also auf der einen Seite herrscht Furcht etwa bei den Privatinvestoren. Wir sehen, dass der Fear and Greed Index, der wie gesagt kein Sentimentindikator ist, auch extreme Werte anzeigt. Auf der anderen Seite geht man voll all in auf der Long-Seite, was die Futures betrifft. Und wir sehen das auch im Bereich der Investors Intelligence. Das sind die Börsenbriefe in den USA, also praktisch Newsletter, Marktnewsletter, wie da die bullische oder bärische Stimmung ist. Sehen wir, da ist die Anzahl der Bullen um 7,2% gefallen. Wir sind aber immer noch, naja, über dem historischen Durchschnitt. Also hier ist von Panik zunächst mal noch nichts zu spüren. Und hier also diese komplexe Gemengelage, auf der einen Seite viele, die wirklich jetzt Angst haben, die es auch hart erwischt hat, deren Aktien massiv gefallen sind, stärker gefallen sind als die Indizes. Auf der anderen Seite sehen wir, viele sind noch, naja, was soll schon passieren, die sind noch nicht so richtig vielleicht im Klaren sich, dass die Fed hier diese Wende vollzogen hat und sagen, ja, Omikron ist nicht so gefährlich, da haben sie wahrscheinlich, so wie die Dinge stehen, recht. Aber das gefährlichere Virus für die Märkte ist eben Jeromicron, ist also das Fettvirus als wahrscheinlich das Coronavirus. Das Coronavirus wäre eigentlich sogar eine Chance für die Bullen, damit dann die Fed wieder diese hawkische Wende absagen kann. Aber je ungefährlicher Omikron letztendlich ist, umso weniger Grund für die Fed, diese hawkische Wende abzublasen. Und die Märkte interessieren sich für Liquidität und sonst nichts, sonst wären wir nicht so massiv in der Corona-Krise, als alles im Lockdown war, nach oben gelaufen. Also das ist das, was erzählt. Und jetzt kommt schon Goldman Sachs und sagt, ja, wir kappen mal die Wirtschaftsprognosen ein bisschen nach unten. Zero Hedge hier mit einem Tweet, der dann sagt, naja, in ein paar Wochen werden sie ihre hawkischen Forecasts dann wieder einkassieren, werden das Tapering wieder einkassieren. Aber wie gesagt, dazu müsste Omikron dann wirklich der Game Changer in Sachen Corona sein. Und das zeichnet sich zumindest momentan. Die Dinge können sich schnell und die Erkenntnisse können sich schnell ändern, zeichnet sich momentan nicht ab. Vielmehr ist es so, dass, wie jetzt Daten aus Südafrika zeigen, dass zwar Omikron massiv infektiös ist, aber auf der anderen Seite eben überwiegend sehr milde Verläufe hat. Und das wäre sogar für die Märkte eine gute Nachricht, denn dann würde Omikron wahrscheinlich Delta, die Delta-Variante, verdrängen. Und das würde bedeuten, dass wahrscheinlich mildere Verläufe sich dann durchsetzen würden, übergeordnet. Und insgesamt kommen wir noch zu China, meine Damen und Herren. Hier berichtet, dass die Chinesen die praktisch die Einlagen Anforderungen senken werden, Triple R, das ist also praktisch das, was eine chinesische Bank, wenn sie einen Kredit vergibt, an Eigenkapital dafür hinterlegen muss. Je weniger Eigenkapital sie dafür hinterlegen muss, umso größer die Bereitschaft einer Bank, eben Kredite zu vergeben. Damit will man also die Kreditvergabe stimulieren. Evergrande braces for imminent default, also Evergrande dürfte wohl platt gehen. Das Unternehmen heute schwer unter Druck. Die Aktie des Unternehmens hatte ja am Freitag gewarnt, dass man wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, manches zu bezahlen. Also dennoch jetzt also neuer Stimulus durch die chinesische Regierung. Positiv. Wir sehen positiv für die Märkte eben Omikron. Wahrscheinlich nicht so gefährlich. Das ist der Grund, warum wir die US-Futures nach oben sehen. Wir sehen aber auch, dass China's Banking Assets jetzt bei 52 Billionen stehen, die sind also um 40 Billionen gewachsen seit dem Jahr 2008, haben sich also
jetzt vervielfacht in knapp über 10 Jahren und sind jetzt über doppelt so groß als der gesamte amerikanische Bankensektor. Also da steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Die Chinesen, Peking hat eine gewisse Panik, die in solchen Aktionen eben sich ausdrückt. Diese Panik ist nicht unberechtigt. Heute etwa der Property Developer Sunshine 100 ist teilweise 87% gesunken, dann auf nur noch 40% wieder, nachdem man praktisch gesagt hat, dass man nicht zahlungsfähig ist für jetzt eine Anleihe, die fällig geworden ist oder die fällig geworden war am 5. Dezember. Also es ist nicht nur Evergrande, es ist Kaiser, Evergrande war nur die Spitze des Eisbergs, das macht die ganze Geschichte so gefährlich. Wir sehen jetzt auch die Tech-Werte in China wieder massiv unter Druck. Der Hang Seng Tech Index, der seit 2020 etabliert wurde, wo also Alibaba, Didi, Tencent drin ist, mit einem neuen Allzeittief. Biden überlegt jetzt einen politischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking. Das heißt nicht einen faktischen Boykott, aber da würden keine Politiker hinreisen, die Sportler der Amerikaner schon. Damit würde man sozusagen ja ein Zeichen setzen aus Sicht der Amerikaner, ohne die ganze Geschichte jetzt komplett zu torpedieren. Zwei Hinweise, meine Damen und Herren, auf Artikel, die für Sie hilfreich sein könnten und dürften. Es sind genauer gesagt Artikel, die Videos enthalten. Das erste ist von Rüdiger Born, Gold und Silber, ein abgekartetes Spiel. Warum sieht Gold jetzt nicht mehr so gut aus? Rüdiger Born mit interessanten Aussagen zu Gold und Silber. Wer sich also für die Metalle da interessiert, ist da sehr gut aufgehoben. Auch sehr gut aufgehoben ist, wer mal den Artikel über Aktienmärkte, gehen die Turbulenzen nächste Woche weiter, wo ich so ein bisschen das Surrounding zusammenfasse und dann die charttechnisch hervorragende Analyse von Michael Silver, der sich die Indikatoren anschaut, der so viele Perspektiven auf die Märkte entwickelt, die dann ein sehr, sehr gutes Bild ergeben. Also diese beiden Artikel unter dem Video verlinkt. Jetzt wünsche ich erst einmal einen guten Start in diese Handelswoche, meine Damen und Herren. Es wird interessant und turbulent. Wir freuen uns auf das, was da kommt. Servus und ciao.